Hallo liebe Abonnentinnen und Abonnenten, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer ohne Abo. Es ist mal wieder Zeit für ein kurzes Handarbeiten-Update, obwohl die Hitze draußen mir gar nicht so viel Lust macht, mich mit Wolle zu befassen, weil ja, das gar nicht richtig nachrutscht, wenn die Hände dann so ein bisschen schwitzig werden und ich auch den Häkelhaken kaum noch festhalten kann. Aber egal, ich habe doch ein paar Sachen geschafft und vor allem bin ich voll im Amigurumi-Fieber. Ich habe mir zunächst mal ein Büchlein zugelegt. Dieses hier. Ich habe auch schon angefangen, den Fuchs hier in der Mitte zu häkeln. Und zwar wollen mein Bruder und seine Frau das Kinderzimmer so im Waldmotiv einrichten. Also habe ich gedacht, was passt besser als ein Mobile über dem Kinderbett mit kleinen Waldviechern. Ich bin noch nicht weit gediehen, weil ich finde, das ist nämlich der Kopf hier. Das ist doch, oh, das Orange ist gar nicht so schön. Also wird nicht so schön dargestellt, wie es eigentlich ist. Es ist noch ein bisschen dunkler. Na egal. Jedenfalls habe ich den Kopf noch nicht ausgestopft, weil man ja erst noch die Schnauze annähen soll. Wie auch immer, hier Schnauze. Nee. Also das ist so eine spitze Schnauze für den Fuchs. Und ich war am See draußen und hatte natürlich nicht mein ganzes Material dabei und schon gar nicht meine Nähnadeln. Deshalb konnte ich noch nichts zusammennähen und nichts ausstopfen, aber ich bin dabei, den Fuchs zu machen. Und weil ich ja nicht nur an einem Tierchen gleichzeitig arbeiten kann, sondern natürlich mehrere Projekte auf einmal in Gange bringe, habe ich dann noch das hier, süße Wald-Mini-Häkeln. Preis 14,99 €, habe ich bei Amazon kurzerhand bestellt. Weil, also hier dieser Fuchs scheint mir doch ein bisschen zu groß zu sein, um an einem Mobile zu hängen. Diese Eule hier, die ihr soeben gerade auf diesem Büchlein gesehen habt, Eule Emma, die ist da bedeutend kleiner. Das ist der Kopf der Eule. Kopf der Eule, zum Vergleich, Kopf des Fuchses. Also, der Fuchs wird wohl eher ein Spielzeug werden und nicht so sehr Teil des Mobile. So, den Körper der Eule habe ich auch. Das wird dann irgendwie hier so zusammengetan. Und es gibt auch noch einen Bauchfleck. Also ich bin schon ein ganzes Stückchen vorangekommen. Und einen Flügel habe ich auch schon. Also es wird eine Eule. Der Nachteil an diesem Projekt ist, er wird aus Sticktwist gemacht. Mit einer 1,25er Häkelnadel, die übrigens diesem Set alles dabei beilag. Mir reicht das Dunkelbraune offensichtlich auch. Also ich habe noch für den zweiten Flügel und das ist ja dann alles genug übrig. Ich habe nämlich in der Beschreibung gelesen, dass man, wenn man nicht sehr fest häkelt, dann nicht genug von der Wolle oder von dem Sticktwist zur Verfügung hat. Was mich ein bisschen mehr daran stört, ist, dass dieser Sticktwist dazu neigt, so auseinander zu gehen. Also gerade hier am Ende. Man kann ihn also in seine Einzelteile zerlegen. Hier sieht man es vielleicht ein bisschen. Und deshalb hake ich dann manchmal nur um ein Faden rum und dann sieht es nicht so toll aus, wenn dann mal irgendwo was raussteht. Aber na, jetzt sieht man es gar nicht mehr. Ich hatte gedacht, dass hier irgendwo so eine Stelle war. Ja. Wollte ich zu einem Mobile fürs Kinderzimmer verarbeiten. Und da sind 11 Tiere drin. Aber wenn ich die alle mit Sticktwist machen soll, weiß ich noch nicht, ob ich das durchhalte. Aber es muss ja eine ähnlich dünne Wolle dann sein, die ich im Moment nicht habe. Ja. Und das... Oh, der Körper und der Kopf müssen hier hin. Und das dritte Amigurumi, was ich in der Mache habe, habe ich schon seit Jahren eigentlich in Gange. Ein Kollege von mir hat sich zu seinem Geburtstag, der war jetzt auch gerade wieder im Mai, eine Häkelfigur gewünscht nach... Art von Kai Bojesen und da habe ich lange gesucht und habe eine dänische Anleitung gefunden für ein Zebra. Also der macht wohl auch so Holz, also der Kai Bojesen hat Holzviecher gemacht. Und mein Kollege hatte dann herausgefunden, dass man, oder hat mich gefragt, ob man das auch häkeln kann. Da habe ich gesagt, wenn es eine Anleitung gibt, mache ich das gerne. Aber dann gab es nur eine dänische Anleitung. Das heißt also, es ist nach dänischer Anleitung gearbeitet. Google Übersetzer, dein Freund und Helfer, aber der konnte das auch nicht so gut. Also ist der Hals und dann kommt hier noch irgendwie der Kopf mit dran. Oh ja, man sieht schon, dass das ein Zebra werden soll. Also seht ihr das auch? Ja, einen Schwanz gibt es auch zu dem Tier. Also die Teile habe ich jetzt schon alle fertig. Nee, warte mal, der geht glaube ich so rum ran.
Und die werden jetzt erst zusammengemacht, also zusammengenäht. Wie ihr seht, habe ich hier schon mal versucht, die Beine anzunähen, aber das steht nicht. Das heißt also, ich will mir noch mehr Draht besorgen, weil im Hals hat man ja auch einen Draht drin. Den finde ich jetzt aber nicht so gut, weil der sich so sehr biegen lässt. Also ich bräuchte ein bisschen steiferen Draht, den man einmal so hinbiegt, dass er dann auch die Form hält. Naja, jedenfalls habe ich ihm schon gesagt, ich bin noch dran, ich bin noch dabei. Und ganz am Ende werden dann die Streifen für das Zebra raufgestickt, wenn alles zusammen ist, damit man dann weiß, wo man seine Streifen hinmacht. Ist eine ganz schöne Plackerei, weil auch gerade an den Stellen, wo dann eben beschrieben wird, wie man den Draht anbringen soll, weiß ich was, der Google-Übersetzer mir nur Mist erzählt hat. Der hat doch an einer Stelle glatt übersetzt, dass ich Wasser in das Teil machen soll. Also Wasser und Watte scheinen ungefähr das gleiche Wort zu sein. So, das ist also mein Amigurumi-Fieber, immer so kleine Teilchen zwischendurch, wo man eben nicht so lange dran sitzt und wenn es dann zu warm wird, auch schnell weglegen kann und man hat schon was fertig. Aber noch rechtzeitig vor der großen Hitze hatte ich ja die zweite Babydecke fertig. Ich muss die jetzt mal holen. Ich verschwinde mal kurz und dann stelle ich mich auch gleich da hinten hin, dass er sie in voller Pracht bewundern könnt. Die zweite Babydecke ist grau, denn meine Schwägerin wünschte sich ja grün und grau. Das Grün scheint nicht ganz das Grün zu sein, was sie sich vorgestellt hatte, aber damit muss sie jetzt klarkommen, weil es das einzige Grün war, was als Mintgrün angepriesen war in dieser Qualität. So, jetzt habe ich die graue also gemacht und ich muss noch die Fäden vernähen, denn die habe ich erstmal absichtlich noch dran gelassen. Ich bin am Pfingstmontag fertig geworden mit der Decke und hatte eine Verabredung mit meinem Bruder und meiner Schwägerin in Berlin am Dienstag. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt noch die Fäden vernähe, dann nehme ich die Decke wieder mit und dann kann ich sie wieder nicht im Video zeigen. Und ich wollte sie doch unbedingt im Video zeigen. Also nochmal hier von Nahem. Schönes Zopfmuster und es ist gehäkelt. Es ist ehrlich gehäkelt. Und es hat total Spaß gemacht. Also diesmal habe ich auch nicht mehr ganz so lange gebraucht. Ich habe ja geschätzt, dass ich für die grüne Decke ungefähr 20 Stunden gebraucht habe. Bei der ging es ja viel schneller, weil ich dann eben den Dreh schon raus hatte, dass eben die sechs Maschen, die man dann hier quasi zu so einem Zopf verarbeitet, auf eine bestimmte Art und Weise dann hinter oder vor naja, der Arbeit gearbeitet werden, vor der Arbeit gearbeitet werden. Naja. Deutsch ist heute nicht so meine Stärke, außerdem wird es so heiß hier. Da schmilzt das Gehirn weg. So, und dann ist am Ende hier noch eine Borte aus Reliefstäbchen außenrum. Das heißt also eine Runde normale Stäbchen und dann nochmal Reliefstäbchen außenrum. So dass die Borte, naja, auch ein bisschen vorkommt. In den Ecken sollte man die Reliefstäbchen, also da sind irgendwie drei um ein Stäbchen rum, dann erscheint das so ein bisschen hervorgehoben. Ja, weiß ich nicht. Ich fand es ein bisschen fummelig, das zu arbeiten, aber es sieht ganz gut aus. Und in der Anleitung stand außerdem, dass man dann noch eine Reihe draufsetzen sollte. Aber also irgendwie habe ich gedacht, nee, also für die Decke finde ich das besser, wenn dann nur eine Reihe normale Stäbchen und dann die Reliefstäbchenreihe drumherum sind als Borte. Und außerdem ist die dann genauso gearbeitet wie die grüne. Und die grüne werde ich jetzt hier einblenden. Da habe ich nämlich ein Foto von meinem Bruder bekommen. Voilà! Zwei Babydecken fertig. Na gut, ich muss noch die Fäden vernähen, aber dann ist die auch fertig. Und im Moment machen mein Bruder und meine Schwägerin sowieso ihre Hochzeitsreise in Italien. Da sind sie nicht da, kann ich ihnen die Decke sowieso noch nicht geben. Habe ich noch ein bisschen Zeit. Und jede Menge Projekte für das Baby noch auf den Nadeln und auch Ideen zum Nähen habe ich für das Baby. Aber das erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist. Das Baby kommt ja erst im September. Das heißt also, da hat meine Wohnung vielleicht ein bisschen Zeit, sich abzukühlen, sodass ich also beim Nähen hier nicht wegschmelze. Ja, und das war's für heute auch. Ich will auch gleich wieder raus an See. Es ist so heiß, es sind wieder über 30 Grad da draußen und hier drinnen sind es vielleicht, ja, sagen wir 26, auch ganz schön heiß.
Aber ich wollte euch jetzt nicht ganz ohne Video lassen. So, und ihr wisst ja, macht, was euch Spaß macht, auch wenn die Hitze jetzt vielleicht nicht so günstig ist für ein wolliges Hobby. Aber es gibt immer Dinge, die man machen kann, die einen dann glücklich machen. Man sieht sich, wenn man sich sieht. Und bis dahin, tschüss.